Mein Vater zum Beispiel war damals befreundet mit einem Mann, der Kurt Ziesel hieß. Der war ursprünglich Schriftsteller gewesen in der Zeit des Nationalsozialismus und hatte damals einen Roman geschrieben, der hieß Daniel in der Löwengrube, also im Nationalsozialismus noch. In diesem Roman war Deutschland in der Rolle des armen Daniel, der bedrängt wurde von feindlichen Mächten, die seit 1000 Jahren dabei sind, ihn zu zerfleischen, zu zerfetzen, gemeint waren Judentum und der Kommunismus, also in diesem Fall jetzt die Sowjetunion, immer noch eine Vorstellung, die Deutschland als in dieser Ohnmachtsrolle darstellt, in die schon Hitler Deutschland auch gerne gestellt hat, um seine größenwahnsinnigen Pläne zu verfolgen. Dieser Mann kam jetzt auch angereist und schrieb eben, also Wasser auf seine Mühle, weil in diesem Weltbild waren Stern und Spiegel und die Zeit und alle liberalen Kräfte waren die Ratten, die dieses wunderbare neue Gebäude der Bundesrepublik, aber eben auch des heiligen Deutschland von unten her untergruben und eben mit allen Mitteln zu bekämpfen waren. Eins der Mittel, die Kurt Ziesel zur Verfügung standen, war, einen Prozess anzustrengen gegen Günter Grass, der ja mit seinen beiden Romanen Die Blechtrommel und Katz und Maus schon auch eine kritische Stimme war, die dahin ging, die Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten. Kurt Ziesel also hat dann 1958 einen Prozess angestrengt gegen die Stadt Bremen und gegen die Günter Grass einen Literaturpreis verleihen wollte und speziell eben gegen diese beiden Romane wegen Pornografie. Das ist vom Gericht abgewiesen worden. Aber charakterisiert eben doch sehr stark den Geist der Zeit. Ich selbst bin dann ganz schnell nach Hamburg abgehauen und wollte eben eigentlich diese ganze Welt hinter mir lassen und in eine andere gehen. Und ich denke, das habe ich auch getan.